Was für ein schöner sonniger Tag. Was um alles in der Welt ist das? Wow! Durch diesen großen Ballon wird man meine Werkstatt selbst von Kilometer Entfernung finden. Haha! Uff, wer ist das? Ich bin beschäftigt. Max? Mehr Luft in Reifen? Oh, okay. Hä? Warte! Herr Wiesel füllt Max Reifen nicht mit Luft, sondern mit dem Helium von seinem Ballon. Das heißt... Haha. Haha. Oh. Ah! Keine Sorge, Max. Ich komme. Heiliger Schraubenschlüssel. Wieso meine Schuld? Oh. Oh, keine Sorge, Max. Uns fällt schon was ein. Max, wenn ich etwas Luft aus deinen Reifen lasse, werden wir wegzischen wie ein Ballon. Jetzt geht's, Max. Flieg in Richtung Werkstatt. Bitte schön, Max. So gut wie neu. Diesem Gecko werde ich's zeigen, sobald mein Werbeballon fertig ist. Oh. Komm, Grüni, lass uns all den Müll bei Tilly aufladen. Ups. Tut mir leid. Das alte Sofa muss auf die Müllkippe. Wir können es nicht behalten. Familie Truck, Mama Truck, Mami Recycling und Baby Truck. Oh nein! Arme Baby Truck, das war eine harte Landung. Wenn wir es nur irgendwie weicher machen könnten. Wie war das, Mami? Du hast eine Idee? Schön, Baby Truck. Dieses Mal landest du bestimmt weich. Gern geschehen, Baby Truck. Oh, danke, Mami Recycling. Es ist immer schön, etwas Neues aus etwas Altem zu machen. Zusammen. Heute hat Grüni Geburtstag und wir bereiten eine Strandparty vor. Langsam! Das sind Heliumballons, deshalb steigen sie hoch. Alles ist bereit. Wir warten nur darauf, dass Fiona Feuerwehrauto mit Grünis Geburtstagskuchen kommt. Vorsicht, Fiona! Fahr nicht auf den nassen Sand! Schnell! Die Flut kommt! Oh.
Wie kriegen wir dich raus, Fiona? Ach ja, wir könnten sie mit all deinen Luftballons rausfliegen, Grüni. Ich weiß, du liebst deine Ballons, aber Fiona braucht sie dringend. Können wir sie bitte benutzen? Es funktioniert! Es funktioniert! Oh, oh! Es funktioniert so gut! Sie fliegt davon! Das ist es! Los, los, Mechaniker! Gut gemacht, Mechaniker! Und da kommt der Rest der Partygäste. Schön, dass ihr alle da seid. Gut, dass du geteilt hast, Grüni. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hurra! Blaui! Blaui, wo bist du? Hallo zusammen. Wir arbeiten heute draußen, weil Fionas Leiter klemmt und sie zu groß ist. Oh, deine Reifen sollten wir auch überprüfen, Fiona. Oh, Blaui, holt bitte jemand den Wagenheber? Gut gemacht, Roti. Ich hol mein Werkzeug. Ach du rote Neune. Keine Sorge, Roti. Wir holen dich da irgendwie runter. Grüni, Gelbi, holt eine Decke. Ich habe eine Idee. Roti, wenn ich loslassen sage, lässt du los, okay? Loslassen! Oh. Blaui, jetzt kannst du ein Held sein. Bereit, Blaui? 3, 2, 1, los! Keine Sorge, wir fangen euch. Blaui, ein Hurra für unseren Helden! Komm, du Supermechaniker, lass uns Fiora fertig reparieren. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Sehr gut, Erik. Ist es jetzt besser? Was war das? Oh, das ist Max Monster Truck. Er sollte hier doch nicht spielen. Baustellen sind gefährlich. Seht euch nur an, wie viel Chaos Max macht. Oh nein, Max hat kein Benzin mehr. Wir müssen ihn da rausholen, bevor der Beton hart wird. Schnell, Mechaniker, holt das Benzin. Oh nein, der Beton wird in einer Minute hart sein. Oh, wie sollen wir denn das Benzin nur zu Max bringen? Erik hat eine Brücke gemacht. Der Beton ist fast fest. Fahr, Max, fahr!
Ich glaube, Max hat seine Lektion gelernt. Danke, Max. Wieder ein Problem gelöst. Wir sehen uns. Bis bald. Oh, hallo zusammen. Blaui und ich wollen gerade einen Weihnachtsbaum für die Werkstatt kaufen. Bobby, der Bus. Er steckt fest. Hier ist ein Kakao zum Aufwärmen. Keine Sorge, Bobby. Wir holen dich raus. Funktioniert nicht. Hak uns aus, Blaui. Wir probieren was anderes. Oh nein! Jetzt steckt Tilly auch im Schnee fest. Oh, Blaui. Wir stecken wohl auch fest. Sei nicht traurig, Blaui. Irgendwer wird uns helfen. Wenigstens haben wir den Kakao, der uns warm hält. Ups. Sieh mal. Der Kakao hat den Schnee geschmolzen. Ich habe eine Idee. Funktioniert. Warte, Bobby. Gern geschehen, Bobby. Aber was machen wir mit dem umgestürzten Baum? Aha. Perfekt. Und fröhliche Weihnachten. Kommt, Mechaniker. Heute kommt Fiona Feuerwehrauto zu uns. Wow. Ich bin Herr Wiesel, Inhaber von Wiesels Werkstatt. Vollautomatische, schnelle Reparaturen. Hallo, Herr Wiesel. Ich bin Gecko. Oh, da kommt meine erste Kundin. Wir reparieren es ratzfatz, drum sind wir auf dem ersten Platz. Wir sehen uns, Frosch. Ich heiße Gecko. Okay, Floella. Das dauert nicht lang. Ich bin nicht sicher, mit welchem Knopf man die Wartung startet. Oh, ich drücke sie einfach alle. Das müsste gehen. Komm bald wieder, Felicity. Das ging echt schnell. Oh yeah, sie sieht nicht gut aus. Komm rein, Fiona. Das sehen wir uns mal an. Das ist das Problem. Wiesel wollte so schnell fertig werden, dass er dir Seife in den Öltank gekippt hat. Wir haben das Problem behoben. Fionas Öltank wird uns loben. Ich habe doch den richtigen Knopf gedrückt. Igitt! Ups. Wir sehen uns bald wieder in Geckos Werkstatt. Bis bald. Komm, Blaui. Ich glaube, es ist Zeit fürs Bett. Gute Nacht, Mechaniker. Hä? Bobby, was machst du so spät noch hier? Oh nein, du brauchst einen neuen Reifen. Das kann ich reparieren.
Aber wir müssen leise sein. Oh. Oh. Phew. Das war knapp. Nein, 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 nein. Ah. Oh. Nein. Oh. 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 Fertig, Bobby. Gute Nacht. Vielleicht setze ich mich nur ganz kurz hin. Mechaniker, ein weiterer zufriedener Kunde. Oh nein, was für eine Katastrophe. Was ist los, Herr Wiesel? Es geht um Sly. Mein wertvoller Sportwagen hat da einen Fleck. Sly kann gern unsere Waschanlage nutzen. Meine Wieselwaschanlage ist viel besser. Jetzt komm schon, Silvester. Hör auf zu trödeln. Du musst hier hin. Oh, oh. Oh, nein. Oh. Ah, nicht mich, du dummer Roboter. Au. Oh. Sly, tu etwas. Oh, nein. Du Trampeltier! Sky braucht unsere Hilfe, Blaui. Schnell, hol meinen Werkzeugkoffer. Blaui, gib mir den Schraubenschlüssel. Diese Waschanlage ist durchgedreht. Alles okay, Herr Wiesel? Mir ging es nie besser. Bin froh, das zu hören. Ups, da ist noch ein Fleck. Hallo zusammen. Wir rüsten gerade unsere Waschanlage auf. Jetzt kann sie auch Lack sprühen. Okay, Mummy Truck, los! Jetzt müssen wir nur warten, bis der Lack trocken ist. Was könnten wir so lange tun? Wie wär's mit einer Runde Verstecken? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Seid ihr bereit? Ich komme! Baby Truck und die Mechaniker gesehen, Mama Truck? Wo könnten sie sein?
mal danach. Ha! Gefunden! Jetzt bin ich dran mit Verstecken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Hallo zusammen. Baby Truck ist hier, um mit den Mechanikern zu spielen. Joho, hihi. Ich komme auch gleich spielen. Ich wechsle nur noch schnell Fiona Feuerwehrautos Reifen. Jemand braucht unsere Hilfe. Oh nein, da ist ein Feuer und Fiona kann nicht helfen. Ihre neuen Reifen sind noch nicht da. Was sollen wir tun? Aha, das ist es, die Waschanlage. Baby Truck, wie würdest du es finden, wenn du heute Feuerwehrauto sein könntest? Los, los, Baby Feuerwehrauto! Alles gut, Trevor. Hab keine Angst mehr. Hier kommt Geckos Feuerwehr. Oh nein! Wir haben ein Leck. Übernimm du, Roti. Alles gut, Roti. Kein Problem, Trevor. Und gut gemacht, Baby Truck. Du machst dich echt gut als Feuerwehrauto. Bis bald zusammen. Da kommt Cat. Hola, Gecko. Hola, Mechaniker. Hi, Cat. Die Mechaniker freuen sich so sehr, dich zu sehen. Ich glaube, die Mechaniker würden gern so fliegen können wie du. Schmeiß den Müll raus, Sly. Weg mit den nervigen Teilen, die in meiner schönen Werkstatt rumlagen. Das ist doch kein Müll. Du hast recht, Cat. Das können wir bestimmt noch gebrauchen. Sowas schmeißt man nicht weg. Ich sehe, dass du jetzt schon eine Idee hast, Gecko. Sagen wir einfach, ich habe hohe Ziele. Haha. Team. Das ging schnell wie der Blitz. Wir haben eine Flugmaschine aus Müll gebaut. Los, los, Mechaniker. Ihr könnt jetzt fliegen und euch in den Wolken wiegen. Alles wieder schön sauber, jetzt wo ich den Müll los bin. Und er ist schon verschwunden. Diesen Müll werde ich nie wiedersehen. Wir sind ein gutes Team. An Land, aber jetzt auch in der Luft. Ja, Cat, du hast recht. Uns sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Zusammen. Trevor kriegt heute eine neue Ausrüstung von uns. Grüni, gibst du mir bitte... Grüni? Grüni? Grüni, wo bist du? Oh.
Grüni gießt ihren Lieblingsbaum. Haha, hoho, aus dem Weg, Kleine. Ich werde ein neues Schnellrestaurant aufmachen. Und dieser Baum ist mir im Weg. Weg da, Mülleimer. Dieser Baum ist Geschichte. Ha. Herr Wiesel, Sie dürfen Grünis Lieblingsbaum nicht abholzen. Wieso nicht? Das ist doch nur ein dummer Baum. Weil, au, oh. Äpfel. Aha, das bringt mich auf eine Idee. Trevor. Zum Schnurrhaar nochmal. Was hast du jetzt vor? Sehen Sie, Herr Wiesel, der Baum ist sehr wichtig. Daran wachsen leckere Äpfel. Man braucht doch kein Schnellrestaurant, wenn man diesen Baum hat. Denkst du, ich esse lieber einen dummen Apfel als... der ist echt lecker. Ich bin stolz auf dich, Grüni. Du warst mutig und hast den Baum beschützt. Gut gemacht. Heiliger Schraubendreher, wer ist das denn? Oh, hallo, Frosch. Ist dir mein neues Auto aufgefallen? Das ist Silvester. Spitzname Sly. Hi, Silvester. Schön, dich kennenzulernen. Oh, entschuldigt uns bitte. Jemand braucht unsere Hilfe. Dylan hat Probleme auf der Baustelle. Wir werden ihm helfen. Wir sind in 0, nichts da. Ich denke, wir sollten trotzdem fahren, Mechaniker. Los, los, Tilly, Abschleppwagen. Ich frage mich, ob wir Dylan helfen können, ohne in diesen entsetzlichen Schlamm zu fahren. Ah! Falscher Knopf! Aha! Ich wusste, dass wir das hinkriegen. Sieh, Sly! Muss ich wirklich alles allein machen? Zieh mich hier raus, Sly. Zum Teufel mit diesem verdammten Schlamm. Keine Sorge, ihr seid schon bald wieder draußen. Los, los, Mechaniker. Vielleicht willst du mal meine Autowaschanlage besuchen, Sly? Und Sie dürfen sie auch benutzen, Herr Wiesel. Nein, danke. Oh. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Oh, was ist los, Grüni? Wow, Cat und Helena sind hier, damit wir ihre neue Ausrüstung installieren können. Macht euch bereit, Mechaniker. Grüni? Hola, Gecko! Oh, hi, Cat. Haha, Zeit für eure ganz besondere Ausrüstung. Los, los, Mechaniker! Darf ich mit ihr reden, Gecko? Danke, Cat. Was ist los, Corazon? Kann ich dir bei irgendwas helfen?
Fertig und bereit für einen Testlauf. Wartet, wir können es nicht ohne Grüni testen. Manchmal fühle ich mich auch nicht so gut. Aber Traurigkeit zieht vorbei. Genau wie die Wolken. Wir sind hier unten bereit, Cat. Los, los, Helena Helikopter. Übernimm du das, Grüni. Ich glaube an dich. Haha, gut gemacht, Cat. Das war unglaublich. Das war Grüni. Hoho, gut gemacht, Grüni. Hallo zusammen. Heute bekommt Fiona Feuerwehrauto eine Wartung. Das war ein langer Tag. Entschuldigung. So, was ist jetzt dran, Mechaniker? Der gehört dir, Blaui. So, wo waren wir gerade, Mechaniker? Hä? Alles fertig? Heiliger Schraubendreher! Das ging ja schnell. Jetzt, Max! Oh, was ist das denn für ein Krach? Super Landung, Max. Mit den neuen Aufhängefedern kannst du wirklich sanft landen. Ich glaube, wir brauchen meinen Plan B gar nicht, hm, Rotti? Nur noch ein paar kleine Korrekturen. Haha, du willst mehr sein wie dein Bruder, hm, Molly? Warte kurz hier. Ich habe viel bessere Aufhängefedern für dich als Gecko. Du wirst schon sehen, hehe. Fast fertig, Max. Was ist das? Das federt mehr, als ich dachte. Oh nein. Molly hat zu viel Federn. Wir müssen sie stoppen. Schnell, Roti. Plan B. Bereit, Roti? Jetzt, Roti. Zeit für Plan B. Alles wieder gut, Molly. Ich weiß, du wolltest nur sein wie dein großer Bruder. Wir kümmern uns mal um die Federn, ja? Jetzt, Molly. Gecko denkt, er macht bessere Federung als ich, hm? Aha.
Du landest besser, weil du neue Federn hast. Also geh ruhig spielen. Wir wünschen viel Spaß. Schlagloch. Ich muss Dylan Kiplaster und Eric Bagger sagen, sie sollen es auffüllen. Oh je. Sieht so aus, als hätte Bobby Bus Probleme. Verschraubt noch mal. Er hat einen Unfall. Komm, wir ziehen ihn raus, Tilly. Oh, keine Sorge, Bobby. Wir bringen dich in Ordnung und zurück auf die Straße. Schnell, auf mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Jetzt müssen wir rausfinden, was dir fehlt, Bobby. Als erstes untersuchen wir deine Augen. Los, los, Mechaniker! Also keine Probleme mit den Augen. Jetzt deine Reifen. Mit deinen Reifen ist auch alles in Ordnung. Aha, ich habe das Problem. Du hast eine verbogene Achse. Keine Sorge, wir begradigen die Achse ganz schnell. Ist so gut wie neu. Nun gute Fahrt und toi, toi, toi. Ich bin froh, dass wir das gerade biegen konnten. Ein schönes Gefühl, einem Freund zu helfen. Heiliger Schraubendreher-Mechaniker, die Tür klemmt wirklich. Warst du das, Tilly? Seht mal, das ist Trevor Traktor. Oh, das klingt, als bräuchtest du unsere Hilfe. Mir nach. Verschraubt nochmal. Ich sehe das Problem sofort. Wir müssen dein Getriebe reparieren. Mechaniker, wir brauchen Getriebeöl und... Oma Geckos extra starken Schraubenschlüssel. Mechaniker, man braucht starke Muskeln in den Armen, um den Schraubenschlüssel zu tragen. So, jetzt ist es besser. Das sind gute Zahnräder. Probier's mal, Trevor. Traktoren brauchen ein starkes Getriebe, um schwere Sachen zu schieben und zu ziehen. Vielleicht kann Trevor seine Stärke nutzen, um uns zu helfen. Jetzt ziehen, Freunde! Hurra! Gut gemacht, Team! Wir sehen uns, Trevor! Bis bald! Da 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 di du. Hihi, sehr gut, Mechaniker! Oh, heiliger Schraubendreher! Ich glaube, da ist jemand traurig. Oh, seht mal. Das sind Max Monster Truck und seine kleine Schwester Molly. Lasst uns ihnen helfen. Hallo Max. Hallo Molly. Das Karussell klemmt scheinbar. Keine Sorge, Molly.
Gleich dreht es sich wieder. Seht mal, Familie Truck. Hallo, Baby Truck. Du brauchst Hilfe, damit dein Drachen wieder fliegt. Und ich habe eine Idee. Mechaniker, wir brauchen Öl und einen Schraubenschlüssel. Okay, Mechaniker, schiebt! Wow, nicht so schnell! Verschraubt nochmal, mir ist schwindelig. Jetzt testen wir meinen Plan. Bereit, Mechaniker? Diesmal vorsichtig. Funktioniert! Gut gemacht, Mechaniker. Alle haben Spaß. Schön, Eric. Jetzt ist dein Arm wieder so gut wie neu. Mechaniker, was macht ihr hier? Oh, ich verstehe. Ihr sucht einen Piratenschatz. Ah, Kameraden. Was war das für ein Geräusch? Eric hat was gefunden. Vielleicht ist es ein vergrabener Piratenschatz. Es ist vielleicht kein Gold, aber das heißt nicht, dass es kein Schatz ist. Oh! Tada! Es ist eine Eisenbahndraisine. Aber, irgendetwas fehlt. Ah! Wow! Eric hat die alte Schiene gefunden. Versucht es jetzt, Mechaniker. Seht ihr? Auch wenn etwas nicht aus Silber und Gold ist, kann es trotzdem ein Schatz sein. Los, los, Mechaniker. Danke, Mama Truck. Danke, Mami Recycling. So weit, so gut. Hey, denkt alle daran. Heute ist Valentinstag und wir helfen Baby Truck, ein Essen für ihre Mamas zu machen. Das ist ein Geheimnis. Also, psst. Ihr bereitet es vor und ich lenke ihre Mamas ab. Wir müssen deine Radkappen sauber machen, Mami Recycling. Das war wohl, der Wind? Okay, mal sehen, ob eure Schrauben fest genug sitzen.
Hihi, alles klar. Fertig. Tada! Hihi! Fröhlichen Valentinstag, Mama Truck und Mami Recycling. Oh, gern geschehen. Aber das war alles Baby Trucks Idee. Oh. Gut gemacht, Baby Truck. Deine Mamas freuen sich sehr. Wir bereiten uns auf Karneval vor. Die Mechaniker werden gerade mit ihren Kostümen fertig. Haha, was für eine tolle Jacke, Oma. Danke, Gecki. Beim Karneval geht es schließlich um die Liebe. Also, wo sind meine Freunde? Ich will ihre Kostüme sehen. Haha, eine tolle Banane. Oh, Blaui, mein Herz. Nicht so schüchtern, Grüni. Du siehst fantastisch aus. Wartet, wo ist Roti? Kommt mit, Leute. Auf die Straße mit uns. Was ist denn los, Roti? Das ist der Entwurf für dein Kostüm? Das ist fantastisch. Ja, wirklich. Es ist okay, nervös zu sein. Aber mach dir keine Sorgen, was andere denken. Beim Karneval geht es darum, sich auszudrücken und stolz darauf zu sein, wer man ist. Und ich werde immer stolz auf dich sein. Oh, ja! Hehe! Motoren an! Los, Roti, du schaffst das. Ich bin so stolz auf euch. Weiter geht's mit dem Karneval. Hallo zusammen. Wir sind gerade in Cats Basis. Helena braucht neue Rotorblätter. Wie wär's mit Musik bei der Arbeit? Jetzt müssen wir nur noch die neuen Rotorblätter montieren. Hä? Der Strom ist plötzlich aus. Bestimmt ein Stromausfall. Oh nein! Helena kann nicht fliegen. Mein Warnsystem funktioniert nicht. Was machen wir, wenn es einen Notfall gibt? Wartet mal! Ich habe eine Idee! Aus den alten Rotorblättern können wir ein Windrad bauen und Energie aus dem Wind machen. Oh, puh! Danke, Roti! Nicht loslassen! Wenn das Windrad erstmal steht, wird der Wind die Rotorblätter drehen und dabei sauberen Strom für Cats Basis generieren. Jetzt, Cat! Roti! Loslassen! Wow! Du sollst doch nicht fliegen! Haha! Hurra! Hihi! Geschafft! Dank unserer Zusammenarbeit als Team nutzen wir jetzt saubere Energien. Oh. Du schaffst das, Molly. Hihi, ja, geschafft.
keine Sorge, Molly. Wir retten deinen Teddy. Kommt alle mit. Oh, huch! Der Teddy ist auf Fiona. Folgt dem Feuerwehrauto. Fiona, halt an! Was zum? Haha, hau ab, Frosch. Lass mich durch. Wilbur T. Weasel überholt. Nein! Die Ampel ist immer rot. Warte, Fiona. Ich muss auf deinem Dach nachsehen. Verschraubt noch mal. Er ist weg. Ah, na endlich. Sieh an. Ein neues Maskottchen für meine Fahrt mit Sly. Wo ist meine Kamera? Ich will ein Foto machen und vielleicht kann ich mit dem Teddy auch meine Scheiben putzen. Oh, wir suchen weiter, Molly. Keine Sorge. Aus dem Himmel hätten wir eine bessere Sicht. Heiliger Schraubendreher, da ist Mollys Teddy. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Wo ist der hin, Sly? Er kann doch nicht einfach verschwinden. Bis bald. Oh. Hallo zusammen. Wir reparieren gerade Mami Recycling. Aber, oh, es wird schon spät. Ihr solltet hier übernachten. Kommt alle rein. Es wird langsam Zeit fürs Bett. Ah! Sie sind so aufgeregt, dass sie nicht schlafen wollen. Aber ich habe eine Idee. Erst waschen wir euch mit viel Schaum und dann gibt's einen schönen Traum. Und jetzt ist es Zeit zum Abtrocknen. Hihi, ich kriege dich. So werden Sie nie schlafen. Warte mal, ich habe noch eine Idee. Müde Mechaniker kommt jetzt nach Haus. Ihr arbeitet viel, aber jetzt ruht euch aus. Liebe Mechaniker und Baby Truck, schlaft jetzt ganz schön. Ich wünsch euch gute Nacht. Gute Nacht zusammen. Was ist das für ein Krach? Oh, es ist Barry, Bus. Sieht so aus, als hätte er es eilig. Alles okay, Barry? Oh, du willst nicht zu spät kommen? Aber so kommst du nirgendwo hin. Wir untersuchen dich mal. Grüni, bringst du mir bitte meinen besten Schraubenschlüssel? Oh!
Grüni. Du bist gestresst, oder? Ich glaube, wir sollten alle einmal tief durchatmen. Ich zeige es euch. Zuerst atmen wir ganz tief ein. Dann atmen wir aus. Jetzt seid ihr dran. Ein, eins, zwei, drei, vier, fünf. Aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, besser? Denkt dran, es ist immer gut, tief durchzuatmen, wenn man gestresst ist. Bis bald, Barry!